wenn am Himmel der Vollmond scheint, gebt Acht auf Makul, den Tiger, der umherstreift. Schlümpfe! Du musst keine Angst haben, Schlaubi. Zaubertiger fressen nur Zauberbeute. Das ist sehr beruhigend. Schlumpferoni, das nenne ich eine wirklichkeitsnahe Geschichte. Macht er das jeden Abend? Nein, der Märchenerzähler kommt nur einmal im Jahr von weit her, um seine Geschichten zu erzählen. Bei meinen Schwestern Aisha und Amani kommt er sehr gut an. Alle Wesen im Dschungel fürchten den bösen Makul. Von der winzigsten Kreatur bis zur Größten. Makul regierte das Land, bis er eines Nachts den wirklichen Herrscher des Urwalds traf. Und der Löwe verbannte den Tiger von hier. Schlumpfe Dilly, der versteht was davon, wie man eine Geschichte lebendig macht. Alles bloß Affentheater. Komm, unterhalten wir uns mit ihm. Schlumpfe Ru, wartet auf mich! Auf mich auch! Sississe, Kinder sind wirklich sehr leicht zu beeindrucken. Nicht nur Kinder, ich will ihn auch kennenlernen. Was für ein schlumpfiger Tag, um ein neues Buch zu schreiben. Urwaldgenie Schlaubi Schlumpfs Dschungelerfahrungen. Oh, Schlaubi, ich brauche deine Hilfe in einer sehr wichtigen Sache. Ich bin nämlich seine rechte Hand, Kinder. Um was geht's, Papa? Um ein wichtiges Experiment? Etwa die Zauberkristalle? Oder möchtest du nur meinen weisen Rat? Ich will, dass du auf die kleinen Schlümpfe und das Baby achtest, während ich mit Bakari und den anderen Schlümpfen nach Kräutern suche. Aber Papa Schlumpf... Ausgezeichnet, Schlaubi. Und du wirst sicher nichts dagegen haben, auch auf Bakaris Schwestern aufzupassen. Nichts dagegen? Warum sollte ich dagegen sein? Papa Schlumpf hat mir offensichtlich diesen Auftrag erteilt, um euch geistig weiterzubilden. Mann, Schlaubi, wir wollen doch nur Spaß haben. Was könnte mehr Spaß machen, als die Geschichte zu hören, wie ich, Schlaubi Schlumpf, der schlaueste Schlumpf im Dschungel wurde? Schon damals, als ich geboren wurde, war allen klar... Und so verging ein Tag nach dem anderen. Halt! Ihr wollt bestimmt über jeden Tag genau Bescheid wissen. Wofür werden wir denn so bestraft, Sissit? Das ist im Grunde keine Strafe, Aisha. Jedenfalls nicht das, was man unter Strafe versteht. Es geht bloß darum, dass Schlaubis Geschichten so schrecklich langweilig sind. Und dann habe ich, Schlaubi Schlumpf, lediglich mit meiner rechten Faust den unglaublich gefährlichen Panther besiegt. Der Panther ist vermutlich eingeschlafen, als er Schlaubis Geschichten anhören musste. Hey, Schlaubi, kennst du denn keine richtig tollen Geschichten? Ja, solche wie der Geschichtenerzähler. Wollt ihr damit sagen, dass ihr statt meiner ehrlichen Geschichten lieber diesen Schwindel mit der billigen Effekthascherei hören wollt? Aber natürlich. Sogar viel lieber. Darauf kannst du wetten. So, aha. Wenn du sie nicht schlagen kannst, verbünde dich mit ihnen. Schlumpft euch nicht von der Stelle, ich bin gleich zurück. Ein bisschen von dem Zauberpulver des Märchenerzählers wird meine genialen Geschichten unschlagbar schlumpfig erscheinen lassen. Es ist eine lange Reise nach Hause, aber ich kenne einen Weg, durch den die Zeit wie im Flug vergeht. Noch ein paar Sachen und dann brechen wir auf. Immer diese Kritiker. Heimwärts, James. Seht mal, da ist der Geschichtenerzähler. Auf Wiedersehen, gute Reise. Ihr habt Glück. Schlaubi ist wieder hier, um euch eine Geschichte zu erzählen, die den Geschichtenerzähler wie einen Amateur aussehen lässt. Muss das sein, Schlaubi? Gönn uns mal eine Pause, ja? Ich will lieber spielen. Während ich eines Tages durch den Dschungel schlumpfte, begegnete ich einem riesigen Gorilla. Wow, das gefällt uns schon besser, Schlaubi. Nun wird es erst richtig interessant. Jetzt fressen sie mir aus der Hand. Das ist aber nicht der Gorilla aus meinen Träumen. Oh nein, jetzt habe ich mein ganzes Zauberpulver verschüttet. Oha!
mit Schlaubi passiert? Ich bin ein ausgesprochen unglücklicher Schlumpf. Die Geschichte ist vorbei. Dürfen wir denn jetzt spielen? Aber sicher, jetzt können wir alle spielen. Mein Leben ist sowieso zerstört. Keine Angst, Schlaubi. Der Geschichtenerzähler wird uns, wenn er nächstes Jahr wiederkommt, zurückverwandeln. Komm, Baby. Schlaubi hat gesagt, dass wir jetzt alle spielen können. Ja, ich liebe Mann, Papa Schlumpf wird bestimmt verrückt, wenn er sieht, was Schlaubi uns und dem Baby und Aisha angetan hat. Hey, wo sind Aisha und das Baby? Ja, wo sind sie? Keine Panik. Oh. Ah! Jetzt könnt ihr in Panik geraten. Beeilen wir uns und erzählen Papa und Bakari, was passiert ist. Wartet auf mich, ihr könnt mich doch nicht einfach hier so liegen lassen. Schlaubi Schlumpf, wie konntest du denn bloß derartig... Naseweiß sein! Aber Papa Schlumpf, ich... Jetzt haben wir keine Zeit, uns zu streiten. Aisha und Baby sind in großer Gefahr. Jawohl. Und wenn die Kleinen bis zum Sonnenuntergang nicht zurückverwandelt sind, sehen sie für immer wie diese verrückten Zwitter aus. Ich bin zu jung, um ewig wie ein Ungetüm auszusehen. Vielleicht können Armani, Schlaubi und Sassette mit ihren Tierinstinkten Aisha und Baby aufspüren, während wir anderen den Geschichtenerzähler suchen, um den Zauber rückgängig zu machen. Ein toller Plan, Bakari. Großvater, du gehst mit Schlaubi und den Kleinen. Aber Papa... Keine Widerrede, Schlaubi. Komm, Schlaubi. Es wird Zeit, dass du lernst, dein Schwergewicht zu tragen. Komm schon. Wir gehen hier entlang, Baby. Wollen wir rüberschwimmen? Spaß, Baby. Das wäre geschafft. Schnappi, Schnappi, Schnappi. Das ist nicht der richtige Moment, um den Kopf in den Sand zu stecken. Ich habe mit einem netten Maulwurf gesprochen. Er hat einen verrückt aussehenden Leoparden und eine seltsame Giraffe in den Sümpfen gesehen. Gute Arbeit, du gefiederter Schlumpfknirps. Wie sollen wir sie denn jemals finden in diesem Dschungel? Psst. Ich höre etwas. Vielleicht sehe ich sie von hier oben. Verlorene Enten, da hinten sind sie. Bei allen Schlümpfen, meine Kleinen. So etwas nenne ich die Instinkte sinnvoll zu gebrauchen. Hey, wie kommt es, dass ich keine animalischen Fähigkeiten habe? Doch, die hast du, Schlaubi. Wir haben bloß noch nicht deine besondere Begabung rausgekriegt. Hör mal, Schlaubi, ich wusste doch, dass du zu irgendetwas gut bist. Diese Kleine ist ja so graziös wie eine Gazelle. Oh, vielleicht verschwindet ihr jetzt endlich von meinem Rücken, Leute. Ich hab sie gleich. Gleich hast du sie. Diese hinterlistige Schlange setzt die beiden unter Druck. Wir müssen was finden, womit wir der gewaltigen Boa die Luft nehmen. Dafür brauchen wir aber etwas sehr Großes. Ja, etwas wirklich Großes, Armani. Wieso seht ihr denn auf einmal alle mich an? Oh nein, das ist heute einfach nicht mein Tag. Und Nilpferde sind nicht zum Fliegen vorgesehen. Jetzt hast du den richtigen Schwung, Schlaubi. Oh, vielleicht mag sie keine Miniatur-Nilpferde. Oh, oder vielleicht mag sie sie doch. Oh. Komm schon, Sassette, das ist die Gelegenheit. Damit werden wir dieses Trauerspiel beenden. Oh. Armani, nimm das Ende. Bin schon dabei. Ja, ich kann nicht erlauben, dass meine glanzvolle Karriere hier vor die Hunde geht. Ah, oh. Ja. Schlumpferu, das war wirklich toll, Armani. Mann, das war eng. Das kann man wohl sagen. Was ist eigentlich los? Ich kann kaum noch hinsehen. Du kannst aufhören, durch die Gegend zu schwingen. Die Schlange ist erledigt und wird eine Zeit lang niemanden mehr belästigen.
Die Sonne wird sich gleich über meine glanzvolle Karriere senken. Da kommen sie schon. Klumpf sei Dank, sie sind wohlauf. Wir sind gerettet. Die Schlümpfe danken dir und die Kinder danken dir. Aber den größten Dank schuldet dir mein Hinterteil. Ich hoffe, dir ist klar, was für einen dummen Streich du wieder gemacht hast. Das ist es, Papa Schlumpf. Jetzt fühle ich mich, als wäre mir eine große Last von den Schultern genommen. Und da ich mein glanzvolles Selbst wieder habe, kann ich dir ein paar Expertentipps geben, wie man eine aufregende Geschichte erzählt. Das Erste, was man bedenken sollte, ist... Oh! Hey, was machst du für einen Unsinn? Papa, Herr Geschichtenerzähler, kommt wieder zurück! Wartet! Versammelt euch, große und kleine Kinder. Ich möchte euch die wunderbarste aller Geschichten erzählen. Die aufregenden Abenteuer von Aisha und von dem kleinen Baby Schlumpf.